Heute Morgen möchte ich Ihnen gern einen alten buddhistischen Lehrtext vorstellen, in dem 8 Einsichten eines großen Menschen angesprochen werden. Der japanische Zen-Meister Dogen überlieferte ihn in seinem Werk Shobogenzo, doch ist er in ähnlicher Form auch in anderen buddhistischen Lehrtraditionen bekannt. Insbesondere ist diese Liste von 8 essentiellen Einsichten bei den chinesischen Buddhisten ausgesprochen populär. Sich dieser 8 Aspekte bewusst zu sein, mache den Grundstein des Nirvana aus, des äußerst subtilen inneren Friedens, sagt Meister Dogen. Sich dessen bewusst zu sein, darüber sollte man sich nicht täuschen, meint hier freilich etwas sehr anderes als dies nur zu wissen, nämlich ein Halten dieser 8 Einsichten im Bewusstsein, so dass Wollen und Tun davon geprägt werden. Erstens gehe es darum, so sagt es dieser Text, wenige Wünsche zu haben. Wahrscheinlich wird den meisten von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bereits klar geworden sein, wie sehr die Folgen des inzwischen maßlosen Begehrens von Waren die Lebensbedingungen auf unserem ganzen Globus gefährden. Doch in diesem Sutra wird der einzelne Mensch in seinem konkreten Denken und Handeln angesprochen, und zwar nicht allein im Hinblick auf die Auswirkung seines Wünschens und Wollens nach außen hin, sondern nicht minder wegen der Rückwirkung seines Tuns auf sein inneres Befinden. Auch geht es nicht allein um Dinge. Das Begehren richtet sich auf anderes, wie zum Beispiel auf einen Menschen, berufliche Erfolge oder die Tätigkeit des Essens. Ist es nicht tatsächlich so, dass ein ständiges sich mühen und erreichen wollen, das mit übermäßigem Habenwollen verbunden ist, viele Sorgen und Leiterfahrungen der verschiedenen Art nach sich zieht? Jemand, der sich darin übt, wenige Wünsche zu haben, so heißt es hier, sei ohne Sorgen. Er werde von seinen Sinnen nicht hin und her gerissen, sondern sein Herzgeist sei friedlich und ausgeglichen. Auch könne man dann aufrichtig, stärker selbstbestimmt sein, denn man müsse sich nicht verstellen, um die Gunst anderer zu erlangen. Sobald man diesen mit Klarsicht und Wohlbefinden verbundenen Zustand einmal selbst erfahren hat, wird man viel aufmerksamer registrieren, wenn im eigenen Bewusstsein, etwa bei einem Gang durch die Innenstadt, ein Begehren nach diesem oder jenem scheinbar brauchbaren Objekt aufkommt. Doch dies muss keineswegs bedeuten, in eine Passivität zu verfallen, die eigene Situation und die der Mitwelt nicht mehr günstiger gestalten oder für sich selbst gar nichts mehr haben zu wollen. Das wäre eine extreme Haltung, die der Buddha nicht gelehrt hat, wenn auch für die Mönche und Nonnen natürlich ein anderes Maß zu gelten hat. Um das eigene rechte Maß, das jede und jeder selbst finden sollte, geht es darum, Erfahrungen mit dem eigenen Wünschen zu machen, Schlussfolgerungen zu ziehen, nicht aber um Verbote oder ein als allgemeingültig festgelegtes Maß. Wenn oben von einem Üben in diesem Punkt gesprochen wurde, so deutet dies darauf hin, dass sich die Einsichten, Erfahrungen und der eigene innere Zustand stets in einem Prozess entwickeln. Die zweite im Sutra angeführte Einsicht betrifft etwas Verwandtes, nämlich die Genügsamkeit. Auch dieser Aspekt wird wieder in dem Zusammenhang gesehen, dass er zur Befreiung von Leiden führt. Wieder geht es um das rechte Maß, das zu finden ist. Weiß man sich mit den Dingen, die einem zur Verfügung stehen, zu bescheiden, ist nichts Geringeres als Zufriedenheit die Folge. Und diese wird man schätzen lernen. Innere Anspannung, Neid, Verdruss und andere missliche Befindlichkeiten können hingegen aufkommen, wenn die Unzufriedenheit über die Lebensumstände dauerhaft wirksam bleibt. So lohnt es durchaus, einmal im konkreten Fall über die schlichte Aussage des Sutra nachzudenken: Wer sich nicht zu bescheiden weiß, ist arm, auch wenn er reich ist. Und derjenige, der sich zu bescheiden weiß, ist reich, auch wenn er wenig besitzt. Die dritte Einsicht, die dieses Sutra anführt, lautet: sich an der Stille erfreuen. Den hier angesprochenen Mönchen wird daher empfohlen, sich von lärmender Geschäftigkeit fernzuhalten und an einem ruhigen Ort zu leben. Wer die Gesellschaft anderer begehre, locke damit auch die Gesellschaft von Sorge und Leid an. Freilich werden solch lärmende Geschäftigkeit und das Zusammensein mit anderen Menschen für viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht zu vermeiden oder sogar wünschenswert sein. Und doch gilt es zu bedenken, wie notwendig es ist, sich immer wieder die Zeit zu nehmen, allein in Ruhe darüber nachzudenken, wie die Wurzel des Leidens zu beseitigen ist.
Und kennt man zudem die Erfahrung des Wohlbefindens, welches sich einstellt, wenn all die unzähligen Eindrücke aus dem nach außen gerichteten Streben zeitweilig zur Ruhe kommen können, so wird sich oft geradezu ein Bedürfnis nach Stille ausbilden. Freude entsteht und womöglich ein Raum für einen kreativen Neubeginn. Die vierte Einsicht lautet, sich mit größter Sorgfalt bemühen. Sich auf dem Weg zu bemühen bedeutet hier, sich darauf zu konzentrieren, Erfahrungen mit allen hier vorgestellten 8 Aspekten zu machen, dies als einen heilsamen Weg zu verwirklichen. Nachlässigkeit im Umgang damit wird diesen Übungsweg beträchtlich verlangsamen. Unter Umständen kann es hilfreich sein, immer wieder einmal die Vor- und Nachteile des eigenen Wollens und Tuns im Hinblick auf die eigene Zukunft zu erwägen, um gegebenenfalls erneut die Kraft für solche Bemühungen hervorzubringen. Legt man, wie hier angeraten, große Sorgfalt, eine Energie ohne Überspanntheit in dies Bemühen, so wird schließlich eine positive Wirkung zu erwarten sein, so wie der stete Tropfen einen Stein aushöhle. Ein unsteter, oft nachlässiger Geist wird demgegenüber verglichen mit jemandem, der durch das Aneinanderreiben zweier Hölzer Feuer machen möchte, aber davon ablässt, noch bevor das Holz heiß genug geworden sei. Die fünfte Einsicht betrifft die Achtsamkeit. Achtsamkeit ist ein klar bewusstes Gewahrsein dessen, was im eigenen Bewusstsein an Gefühlen und Gedanken gegenwärtig auftaucht, aber auch dessen, was man nach außen hin in der konkreten Situation bewirkt. Achtsamkeit hat demnach unter anderem eine Wächterfunktion. Ist diese Kraft stark, so heißt es in diesem Sutra, dann könne die räuberische Bande der Leidenschaften nicht einbrechen, und auf dem Weg angesammelte Verdienste und Tugenden gingen nicht verloren. Sechstens geht es darum, sich in der Konzentration zu üben. Dieser Aspekt meint vor allem die meditative Sammlung, die den Geist zur Ruhe bringt und eine Ausgewogenheit, ein inneres Gleichgewicht erzeugt, das in diesem Text besonders betont wird. Diese in der meditativen Versenkung hervorgebrachte innere Verfassung ermöglicht dann etwas sehr Wichtiges. Der Geist wird durch abträgliche äußere Umstände nicht herabgezogen oder in Turbulenzen versetzt, er bleibt ruhig und im Gleichgewicht. Besonnenes Reagieren in der vorfindlichen Situation oder ein gelassenes Hinnehmen des nicht zu ändernden können damit einhergehen. Schönfärberei wäre es allerdings, wenn der Eindruck entstünde, solch eine feine innere Stabilität von einiger Dauer sei durch ein wenig Meditation bald zu erlangen. Natürlich ist dieses Gleichgewicht so lange noch mehr oder minder fragil, bis schließlich nach konsequentem Bemühen höhere Stufen des Weges verwirklicht werden. Immerhin ist es möglich, bereits vorher gute Erfahrungen damit zu machen. Vertrauen kann entstehen für den Fall, dass schwer erträgliches Leid auf einen zukommen wird. Im besten Fall sind dann Herz und Geist rascher erneut aufzurichten, als dies ohne entsprechende Übung der Fall wäre, und zwar durch eigene Kraft. Das innere Gleichgewicht, so der Text, bewahrt den Geist überdies vor Zerstreuung. Klarer werde gesehen, was im Leben wichtig sei. So wie ein Hausbesitzer, der sein Wasser wertschätze, notfalls die Zuleitung sorgfältig ausbessere, so sollten die Übenden dafür sorgen, dass das Wasser der Weisheit nicht entrinne. Konzentration, so wird hier deutlich, meint viel mehr als nur das Abklingen lassen der vielen auftauchenden Gedanken des inneren Dialoges sowie eine daraus resultierende tiefe Stille des Geistes. Das Zur-Ruhe-Kommen des Geistes ist direkt mit tiefer Erkenntnis verbunden. So sagt der Text, dann werde die Struktur des Entstehens und Vergehens aller Dinge dieser Welt erkannt. Ein unmittelbares Gewahrsein des unablässigen Entstehens und Vergehens aller bedingt entstandenen Dinge und Phänomene gilt als ein wesentliches Element der Realitätserkenntnis, wodurch schließlich das Leiden zu überwinden ist. Es leitet über zum siebten Aspekt, sich in Weisheit üben. Weisheit, ein durchdringendes Erkennen der Wirklichkeit, nicht nur des Bedingten, sondern auch des Unbedingten, ist ein hohes Ziel des Buddha-Weges. Das Sutra weist dies mit folgenden Worten zu preisen. Wahre Weisheit ist ein tragfähiges Boot, das den Ozean des Alterns, der Krankheit und des Todes überquert
und ein helles Licht im Dunkel der Unwissenheit. Sie ist eine gute Medizin für die Kranken und eine scharfe Axt, die den Baum der Illusionen fällt. Wer das Licht der Weisheit besitzt, ist ein Mensch mit klarem Blick, auch wenn er nur physische Augen hat. Weisheit in diesem Sinne, so heißt es weiter, mache frei von Begehren und Anhaftung, womit die zu Anfang genannte erste Einsicht nun in ihrer tiefen und befreienden Bedeutung deutlich wird. Allerdings folgt zugleich der Rat, sich beständig selbst zu ergründen, damit die Weisheit nicht verloren gehe. Diese Weisheit hat ihre Basis im Hören der Lehre, dem Überdenken des Gehörten, der eigenen Übung sowie in der Erfahrung der Wirklichkeit. Die eigene Verarbeitung der Lehre im Zusammenspiel dieser vier Komponenten, die die Suche nach der Wahrheit bestimmen, ist bezeichnend für den realitätsgemäßen Ansatz der Lehre Buddhas. Sein berühmtes Wort »Komm und sieh selbst« drückt diesen undogmatischen Weg treffend aus. Auch der Austausch über die Lehre und die Erfahrungen damit gehört natürlich dazu. Dies sei vorausgeschickt, bevor abschließend noch die achte Einsicht zu bedenken ist, die den großen Menschen charakterisiert, nämlich nutzlose Diskussionen vermeiden. Der eigene Geist gerate sonst in Unruhe und Verwirrung. Hier geht es kurz gesagt darum, geistige Energie und Zeit nicht mit Diskussionen um des Diskutierens willen zu vergeuden, nicht jede sich darbietende Theorie aufzugreifen, um sich nicht ablenken zu lassen von dem, was gut begründet als gültig erkannt wurde. So endet das Sutra von den acht Einsichten eines großen Menschen mit dem Rat, wenn ihr wirklich das Glück des Nirvana genießen wollt, macht euch frei vom Irrtum nutzloser Diskussionen.